So. Löning mit einer starken Leistung. Ulm. Ja, habe ich ja schon was gesagt dazu im Spiel. Trainer ganz unglücklich. Er hatte wirklich kaum Aktion und wenn, musste er hinter sich greifen. Konnte sich wenig auszeichnen, leider. Gilbo. Der hat bei mir jetzt schon verkackt. Ich hoffe, den werde ich noch los. Er kam rein und da ganz schlechte Leistung. Genauso wie die kompletten, die ich eingewechselt habe. Alle mit einer 4,0. Was ist das denn? Ganz schlechte Einwechslung habe ich da getan. Mensch, scheiße. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Ach Mann. Schade, erster Auftritt, ganz ärgerlich in Niederlage. Ganz, ganz ärgerlich. Er hat aber hier schon Plus gemacht. Schau, er hatte auch schon Plus 1. Aber sonst keine großen Verbesserungen jetzt. Ne? Riemann hier ein bisschen Plus. So, hoffe ich jetzt, dass wir den neuen Stürmer bekommen. Löning zwar durchsetzungsstark, aber jetzt nicht immer richtig souverän. So, ihn haben wir aber. Zui. 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 Ja, mal gucken, was aus denen so wird. Sprungkraft, das ist so ein Strafraumstürmer, wie ich ihn mir vorstelle. Er ist zwar langsam. Er ist langsam. Aber vielleicht wird's ja was. Ja, Gilbo raus. Gilbo raus, der hat bei mir jetzt gerade richtig verkackt, der Gilbo. Mit so einer schlechten Leistung. Er ist schon alt, er ist erfahren. Ich kann die Sora, kann ich es doch verzeihen. Klotz weniger. Er ist ein mittler, naja. Gilbo verkaufen, weg mit dem. Ne, 40.000. Ich hätte auch nicht mehr als 40.000 für den bezahlt. 1 Million, oh Gott, was mache ich denn da? Ich hätte auch nicht mehr als 40.000 für den bezahlt, aber ich will für den schon noch 70 haben. Ah, ganz schlechte Leistung von ihm. Nee. Schade. Ganz schlechte Leistung. Dass er nicht so viel wert ist. Haben die Leistung letztes Spiel gesehen, sicher. Ach Mensch. Ach Scheiße. Zui vor seinem Debüt. Ja, hoffentlich. In der Halbzeit wird er sicher mal reinkommen. Nachwuchs habe ich ja schon. Ja. Yeah. Mann, mir regt es einfach so auf. Wir haben so eine super Leistung eigentlich gezeigt. So ein richtig gutes Spiel haben wir gezeigt. Aber es ist nichts bei rumgekommen. Leider. Leider, leider. Das ist so verdammt ärgerlich. So verdammt, verdammt ärgerlich. Das hätten wir gewinnen müssen. Puh, da fehlen mir die Worte. Also Ulm, gut, ist sehr aggressiv gespielt. Er hat aber Aggressivität 26. Das kam mir gar nicht so vor, aber zu uneffektiv. Zu uneffektiv. Obwohl der Abschluss 66 hat. Okay, das ist nicht viel, aber so, gucken wir uns aber nochmal ein bisschen den neuen an. Würde ich sagen. Warum nicht? Zui. Mit einer Sprungkraft von 82, Reaktion von 68, Stärke von 77. Das wird so ein Durchsetzungsstarker. Hoffe ich mal. Stellungsspiel von 70, das ist gut. Hoffentlich, dass er noch ein bisschen entwickelt. Ja, mit einer Sprungkraft und 75 in Kopfballpräzision. Das wird ein Kopfballmonster, den ich mir gerade geholt habe. Ballkontrolle ist auch gar nicht so schlecht. Abschluss 62, ja, das kann man sich noch verbessern. Er ist 20 Jahre alt. Könnte theoretisch auch ZOM spielen. Was hat er hier noch so? Keine überragenden Werte. Okay. Keine überragenden Werte, aber ich bin mal gespannt auf ihn. Warte, wie groß war der? Wie groß war er? Wo ist er? Was mache ich denn? Zui, da ist er. Der ist Mittelstürmer sogar eigentlich. So sehe ich ihn aber auch.
Ja, 1,89. Das ist kein kleiner. Schon so ein Tier, was da drin ist. Jetzt wollte ich eigentlich noch was gucken. Scheiße. Moment. Zui. Ah, okay. Schwacher Fuß 3, Spezialbewegung 2. Ja, okay. Passt schon. Und irgendwas anderes wollte ich noch machen. Transfers. Nee, Moment. Was wollte ich denn jetzt machen? Das regt mich gerade auf. Ich kann noch mal auf den freien Markt gucken. Genau. Auf dem freien Markt. Mal gucken, was da so ist. Transferstatus, da ist es ja. Und zu verleihen kann man auch mal gucken. Obwohl, das widerspricht sich jetzt, wenn ich eben gesagt habe, dass meine gedienten Spieler nicht spielen. So, Sturm haben wir jetzt. Wilhelmsson. Ja, okay. Das sind alles Erfahrene. Eigentlich will ich ja die Mannschaft auch verjüngern. Hier so ein 4 und 2 Ding könnte... Ballon. Ballon. 67. Damit würde ich mir nochmal ein bisschen Qualität holen. Kujawitsch. Kotal. Ballon. 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 Ich kontaktiere ihn einfach mal. 4800 will er. Das wäre mein teuerster Spieler dann. Ah, der ist 24, hat 67 Guess. Und seine Werte sahen jetzt, finde ich, nicht zu schlecht aus eigentlich. Ging eigentlich voll. So, ich meine gleich dann aber auch für 5 Jahre. Wichtiger Stammspieler. Denke ich, wird er dann. Da kann man ein Tüting rauspacken. Dann einfach mal sehen. Ja, vielleicht kriegen wir ihn ja. Wäre mal lustig. Ne, was mache ich denn? Ich gucke jetzt einfach nochmal, was zu verleihen ist. Puh, Niang, Niang. Okay, das sind 10.000. Das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir nicht leisten. Schade eigentlich. Ah. Pussy. Nee, Passi. Pessi. Per Pussy. Ist die nass? Okay. Sind die aber auch keine überragenden Spieler jetzt, ne? Aber sehen wir das mal. Hornschuh. Der ist nicht schlecht. Okay, die körperlichen Werte. Das sagt jetzt was anderes. Aber der ist eigentlich nicht schlecht, glaube ich. Lingard. Ja, okay. Aber das kann ich mir nicht leisten jetzt mehr. Also theoretisch schon noch, aber ich will eigentlich keinen Spieler groß ausleihen. Gut, Party spielen. Wir sollten ja eigentlich keine großen Ausfälle haben. Einen neuen Spieler, der vielleicht vor seinem Debüt spielt. Und ja, müssen wir mal gucken.